vergrößern, verkleinern. Der serbische Schiedsrichter SRD Jan Obradovic sitzt wegen des Verdachts der Spielmanipulation in Untersuchungshaft. Urheberrecht Imago teilen wie interne Mail-Kommentare. In Serbien wird ein Schiedsrichter wegen des Verdachts der Spielmanipulation in Gewahrsam genommen. Ihm wird ein Elfmeterpfiff zum Verhängnis. Ein serbischer Schiedsrichter ist wegen des Verdachts der Spielmanipulation im Fußball zu 30 Tagen Untersuchungshaft verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in Novi Sad. SRD Jan Obradovic soll am vergangenen Sonntag im Ligaspiel zwischen Spartak Subotica und FK Radnički 2:0 das Heimteam bevorteilt haben. Der Referee entschied in der Schlussphase ohne ersichtlichen Grund auf Elfmeter. Nemanja Nikolić traf vom Punkt zum Endstand 79. Spartak liegt nun in der Meisterrunde 3 Punkte vor Radnički und hat als Tabellendritter gute Aussichten auf die Qualifikation für den Europapokal. Obradovic wurde in Haft genommen, um ihn davon abzuhalten, Zeugen zu beeinflussen. Das teilte ein Gerichtssprecher der Nachrichtenagentur AFP mit. Teilen wie interne Mail-Kommentare.